Oh, da was geht ab, Leute, Hunger. Ohne Bild. Ich muss die Kamera da lassen, weil ich zu Hause ein Video hochgeladen habe. Aber es kam in die Kognito rein. Neues, das ich noch nicht habe. Puh, ein bisschen aus der Puste. Das holen wir uns jetzt. Gold natürlich. So. Schlecht geworfen. Aber zum Glück drin geblieben. Und es ist nicht 100%. Achso, wir sind gar nicht auf 100% Jagd. Sorry, voll verbrannt. So, jetzt nochmal die Begrüßung. Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Gerade die Kognito gefangen, neues. Wer mir auf Instagram folgt, der hat's gesehen. Und Facebook, glaube ich, auch. Und Twitter. Also, wer mir überhaupt folgt, der hat's gesehen, dass ich gestern neues gefangen habe. Also, der Buchstabe war ein D. Das hatte ich noch nicht. Und jetzt habe ich 14 von 26. Das macht genau 2/3. War ein neuer Buchstabe, kann man sich mal mitnehmen. Zeige ich euch noch schnell. Ne, nicht hier. Sondern hier alle Kognitos, die ich habe. Leider, Kamera musste ich stecken lassen, weil ich gerade Video übertragen habe zum Bearbeiten und dann kam der rein. Und ich kenne meine Inkognitos nicht alle auswendig. Dann sehe ich so D, dann gehe ich auf den Pokédex und der lädt halt richtig langsam, so wie jetzt gerade. Und dann sehe ich, okay, D hatte ich noch nicht und dann bin ich losgelaufen. War am alten Nordfriedhof hier bei uns in Schwabing. Also ich wohne nicht in Schwabing, aber das ist gleich unter mir. Und da kam der schon relativ oft, also einen habe ich gefangen, das wisst ihr, das ist schon länger her, da habe ich meinen Instagram-Account gemacht und dann habe ich den 100%igen dort gefangen und dann kam der noch ein paar Mal in der Nacht, also 5-6 Mal kam der auf jeden Fall und 3 davon habe ich jetzt vom Nordfriedhof. Also ich weiß nicht, ob Inkognitos irgendwie Biom oder Spawn-Punkte haben, aber dieser alte Nordfriedhof, da kam der schon öfters. So, und jetzt habe ich A, B, C, D, E, F, I, N, O, P, R, S, T und das ist ein U. Okay. Und natürlich viele gesehen, viele gefangen durch die ganzen Events. Vor allem das damals in Parsing, viele verklickert. Und habe auch eins auf 100% Max und immer noch über 800 Bonbons. Das war das eine. So, und die zweite Ankündigung für heute ist, dass ich einen Discord-Channel jetzt gestartet haben. Für die Zuschauer, für alle einfach zum Quatschen, zum Chillen. Es wurde ja schon länger darüber geredet, ob ich eine Gruppe aufmachen kann. Entweder Facebook oder WhatsApp oder so, für alle Zuschauer zum Quatschen mit mir abhängen. Problem war halt, WhatsApp ist meine private Nummer und Facebook mein privater Account. Deswegen habe ich das bisher nicht gemacht, aber was sich gut eignet und das jetzt ein Zuschauer übernommen hat. Und zwar, schau da an, hey yo, heißt er glaube ich auf Instagram. Muss ich ganz kurz nochmal nachschauen, damit ich ihm Shoutout geben kann, dem richtigen. Genau, der hat es organisiert und mich angeschrieben und dann mir gezeigt, was er da alles gemacht hat und da alles eingerichtet. Und jetzt könnt ihr euch da einfach einloggen. Einfach auf den Link unten, glaube ich, in der Beschreibung. Keine Angst, Discord sponsert dieses Video nicht. Und dann könnt ihr rein. Da gibt es verschiedene Chats. Und dann könnt ihr dort abhängen. Ich selbst benutze Discord auch überhaupt nicht. Das habe ich jetzt extra deswegen mir eingerichtet. Und schauen wir mal, was dort so geht. Ich bin auch gespannt. Sieht ganz lustig aus und ist alles echt gut strukturiert. Also coole Features hat es. Schaut vorbei, dann können wir ein bisschen schreiben. Und heute Abend dann Livestream wahrscheinlich. Bisschen abhängen und das mit dem Discord abklären und herausfinden. Ist, glaube ich, ein ganz cooles Feature. Also nach dem Livestream, wenn der beendet ist, dann hängen die Leute noch ab und zu im Chat rum. Das sehe ich da. Und schreiben miteinander, also das könnt ihr dann auf dem Discord-Channel machen und ich glaube die Mods haben auch einen Discord-Channel-Chat. Also da kann ich auch mit allen Mods jetzt einmal kommunizieren. Also schon eine coole Idee, wie gesagt, danke an Heyo. Schaut vorbei, ich bin gespannt, was da so geht. Und ansonsten schaut heute beim Livestream vorbei. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, schaut beim Shop vorbei. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.